Also die Hummeln und die Bienen sind schon mal begeistert von unserem afrikanischen Basilikum, was hier im Kübel bei uns wächst. Das hat, glaube ich, inzwischen fast jeder irgendein Kräutchen zu Hause, entweder im kleinen Töpfchen oder im Balkonkübel. Und wie man sieht, die gedeihen hier echt fett und satt. Birgit Wonneberger ist bei uns unsere Kräuterexpertin. Also dieses Basilikum ist ja regelrecht explodiert im Kübel. Was ist explodiert? Es ist eigentlich auch fast egal, was für ein Kübel das hat. Das wächst wunderbar im Beet oder im Kübel. Das ist wahnsinnig dankbar. Eben auch die Insekten nehmen es dankbar an. Die sind hier, solange irgendwas blüht, einfach zu Gange. Jetzt sind gerade keine Bienen da, aber die kommen normal auch zuhauf. Das Einzige, was man im Moment machen kann, ist, dass man mal so recht weit verblühte oder ganz abgeblühte Blütenstände rausnimmt, dass die anderen wieder mehr Kraft bekommen. Ansonsten lässt man es echt einfach wachsen und blühen und verwenden kann man alles. Und Blüte, genau, abgeblüht. Blüte, alles genießbar und ein bisschen was für die Hummeln noch stehen lassen. Ja. Weil das ist ja auch ein Spaß, denen immer dann zuzugucken. Ja, ja. Kräuter sind heute bei uns im Fokus. Birgit Wonneberger hat ein ganz gezieltes Auge darauf, was jetzt zu tun ist. Ich meine, man will sie eigentlich gar nicht zurückschneiden. Es sieht so toll aus derzeit. Es blüht wie so ein dicker, fetter Blumenstrauß. Und wenn man nicht wüsste, dass es Kräuter sind, würde man sagen, wunderbar, dekorativ erfüllen die 100% ihren Wert. Was haben wir denn im Moment alles? Das ist so eine Art so ein Zwiebel-Knoblauch-Blüte, oder? Das ist der Schnittknoblauch. Also er wird gerne wie Knoblauch verwendet, weil er so ein Knoblaucharoma hat, gehört aber eben eigentlich eher zu den Schnittlöchern. Man kann jetzt wunderbar die Blätter eben auch immer noch zum Würzen benutzen. Blüht viel später als Schnittlauch, deswegen kann ich ihn eben auch viel länger verwenden, schneiden. Aber auch die Blüten, gerade die Knospen, sind essbar. Ich finde sie unheimlich lecker. Die haben manchmal noch so ein bisschen was Süßes vom Nektar, der in der Blüte eingeschlossen ist. Also auch hier komplett die ganze Pflanze mit Stumpf und Stiel essbar. Ja. Und der Knoblauch, Duft, ist der in den Blättern drin oder ist der eher im... Er ist sowohl als auch in beiden drin. Also wenn man da jetzt abbeißt, dann hat der Nachbar auch noch was davon. Mit Knoblauch. Da vorne ist der Bergknoblauch, der kleinere, ne? Ganz genau, der Berglauch hier vorne mit den rosanen Blüten. Der blüht eben auch schön spät, dass man jetzt als Zierpflanze was davon hat. Man muss ihn ja nicht beernten, aber man kann ihn beernten, wenn man möchte. Insekten sind auch schon wieder da. Der kommt auch in Felsspalten vor, ist auch in Baden-Württemberg beheimatet, auf ganz trockenen Stellen, an ganz trockenen Stellen. Also auch im Garten, wenn man eine trockene Stelle hat, könnte man ihn setzen, aber man kann ihn auch normal gießen. Also ist sehr geduldig, sehr genügsam. Dass wir jetzt hier so eine Opulenz in den Kräutern drin hatten, ist es darauf zurückzuführen, dass wir wirklich sehr ordentlich gegossen haben in den letzten Wochen oder sind die generell sehr genügsam, diese Kräuter, und kommen auch mal mit Dürrezeiten aus? Es ist von beidem ein bisschen. Grundsätzlich kommen sie mit Trockenheit zurecht. Sie sind sehr genügsam, auch was jetzt den Nährstoffgehalt im Boden angeht. Aber natürlich sieht man, dass die hier gegossen worden sind. Sonst wäre der Schnittknoblauch einfach kleiner. Er würde jetzt auch blühen. Er hätte auch noch grün zum Ernten, aber alles eine Etage kleiner. Okay. Ja. Und alles das würde auch in einem Kübel oder in einem Topf gedeihen? Ja, absolut. Ja. Okay, wunderbar. Da vorne ist ein Oregano, der so ein bisschen latschig jetzt über den Rand rauswächst. Ne? Ja, der ist schon abgeblüht, die Blütezeit ist vorbei. Den kann man jetzt auch schon zurückschneiden. Deswegen, wobei ich finde diese Samenstände auch wahnsinnig attraktiv. Mhm. Die könnte man auch, wenn man will, bis zum Herbst, bis zum Winter stehen lassen. Das ist dann immer ein Blickfang. Ich schneide es jetzt aber mal zurück, damit die dann einfach hier nochmal durchtreiben können, die unteren neuen jungen Triebe, die hier schon zu sehen sind. Ja. Und das, was ich hier jetzt geerntet habe, da kann man durchaus, wenn die noch schön sind, die Blätter auch trocknen und dann für den Wintervorrat beiseite legen. Okay. Aber die ideale Oregano-Erntezeit wäre, bevor die Blüte raus ist. Es ist nicht schlecht, nicht giftig, aber nicht mehr ganz so fein, oder? Was ist der Unterschied? Ja, also grundsätzlich kann man diese Kräuter alle noch ernten, wenn sie blühen. Die sind deswegen nicht giftig, nur beim Waldmeister soll man eben aufpassen, weil der dann andere Stoffe bildet, die nicht so verträglich mit der Niere sind. Aber hier kann man alles essen. Manchmal werden die Kräuter ein bisschen herber, bei Salbei fällt mir das immer auf, weil die ganze Kraft halt einfach in die Blüte geht. Aber man kann sie trotzdem nehmen. Die Blüten vom Oregano sind übrigens sehr blumig. Man vermutet gar nicht, dass der Oregano dahinter steckt, wenn man das im Tee verwendet. Im Tee würdest du es machen, gar nicht so essen? Nee, also ich mache es dann in Tee und da merkt man dieses blumige Aroma am besten. Wobei man es natürlich auch jetzt in einer Soße oder so verarbeiten könnte, die gekocht wird. Also über einen Salat würde ich jetzt nicht drüber schreien, weil es ein bisschen strohig ist, ne? Es ist zu spät einfach, muss man eher mit anfangen, genau. Und die Blätter sind halt weicher und jünger, lassen sich auch noch besser abstreifen, wenn halt die Blüte noch nicht gebildet ist oder wenn zumindest noch nicht die Blüte am Abblühen ist. Was haben wir noch im Kräuterbeet, was eines Blickes bedarf?
Also die hier ist jetzt eines Blickes wert, weil sie eben schon so unheimlich lang blüht. Eigentlich, ich glaube, im Juni hat sie angefangen. Echt? Wir haben sie hier im Mai gesetzt. Am Juni hat sie angefangen zu blühen und sie blüht immer noch. Hier kann man auch die alten Blütenstängel mal rausnehmen, dass einfach die Jungen jetzt noch mal eine Chance haben. Wenn es so wie jedes Jahr ist, dann geht vielleicht der Herbst bis Dezember. Und das heißt, diese ganze Zeit können die Pflanzen noch nutzen, um zu treiben. Es wird jetzt alles langsamer, das merkt man schon im August. Die Sonne wird weniger, es verlangsamt sich unheimlich, auch wenn man jetzt noch Pflanzen oder Kräuter aussät. Das dauert länger als jetzt noch im Juni, Juli. Aber trotzdem nehmen sie das noch an und wachsen auch noch weiter und bilden neue Blüten. Also jetzt zurückschleien lohnt sich definitiv noch. Dann kommt da noch mal ein richtiger Schub nach. Und es kommt noch ein Schub, ja. Okay. Da hinten wolltest du uns noch was zeigen. Da hast du schon mal die Gabel eingesteckt. Ja. Was passiert da? Hier ist der Riesenknoblauch. Und das eine ist halt, ja klar, die Größe ist gigantisch. Ich habe gelesen, und zwar man hat früher Knoblaucher danach eingeteilt, ob sie köpfig oder kopflos sind. Aha. Es gibt Knoblaucharten, die bilden keine Blüten und keine Samen oder keine Brutzwiebeln, sondern die wachsen, haben grün und dann ziehen sie wieder ein. Mhm. Und das wäre dann ein sogenannter köpfiger Knoblauch. Das heißt, er hat Samenstände gebildet. Mhm. Und jetzt kann man aber auch um die Zeit eben schon hin und kann die Knollen mal aus der Erde holen. Und beim Riesenknoblauch mal gucken, wie es jetzt hier geworden ist. Aber das sind oft sehr, sehr schöne, imposante, ja doch. Oh ja. Heißer. Recht imposant, sehr groß, wenn man weiß, was so normale Knoblauchzehe einfach für eine Größe hat. Und man schaut sich jetzt das mal an, das ist doch schon eher so vier- bis fünffach, oder? Von der Absolut. Und der ist richtig wie ein Knoblauch zu benutzen, zu gebrauchen, zu kochen. Ja, aber der Geschmack ist etwas anders. Er ist milder, er erinnert mehr an Lauch mit Zwiebel und ein bisschen Knoblauch. Also man muss es mal probieren und dann, ja, gefällt vielleicht nicht jedem. Ist ein bisschen anders wie der normale Knoblauch, der ist noch mal würziger und schärfer. Okay. Und wie heißt der noch mal, wenn ich ihn nächstes Jahr aussäen möchte? Das ist der Riesenknoblauch. Der Riesenknoblauch. Allium ampelobrasum. Genau. Die Blüten sind wunderschön zur Blüte. Die sehen toll aus, ja. Und jetzt ist halt die Farbe schon ein bisschen gewichen und später halt kann man diese Zehen jetzt abnehmen. Und was man jetzt auch schon wieder machen kann, ist, ich würde es jetzt noch ein bisschen lagern und dann kann man sie wieder neu stecken. Der treibt dann dieses Jahr noch aus. Also wir machen es immer so im September. Und dann hat man die grünen Pflänzchen über Winter, sieht aus wie so ein kleiner Porree und nächstes Jahr geht er dann in Blüte. Also nur ein Teil festspannen und aus dem nächsten dann nächsten Teil fürs nächste Jahr dann schon wieder Saatgut bilden. Ja, wunderbar. Cool. Sonst noch was ich vergessen haben könnte? Es gibt unheimlich viel, was man hier noch anschauen kann. Zum Beispiel, man sieht den Thymian, der einfach so wunderbar noch grün dasteht. Und das heißt, dass man ihn eben auch den ganzen Herbst und auch Winter, im Endeffekt, der bleibt wintergrün, kann man ihn ernten. Oh, Minze fällt mir gerade noch ein. Ganz viel Minze sieht jetzt relativ dürr aus. Die ist so ein bisschen kümmerlich geworden, macht nicht mehr viel her, wenn man die irgendwie in den Cocktail stecken möchte. Ja, Jetzt auch noch mal zurückschneiden oder ist schon zu spät? Nee, auch noch mal zurückschneiden. Oft richtig haben runter? Sie, mal gucken, oft haben sie unten noch so kleine frische Triebe wie beim Oregano gebildet und dann die ruhig stehen lassen. Und wenn da nichts ist, dann kann man es ruhig ganz runterschneiden. Mhm. Und oft kommt sie dann jetzt im Herbst noch mal und man hat für die letzten Cocktails des Jahres. Hat man noch mal eine richtig schöne, fette Minze. Was Grünes, ja. Birgit, ich danke dir sehr. Ja. Eine letzte Frage hätte ich noch. Ist gegen Liebeskummer irgendein Kraut gewachsen? Ich würde sagen, viele. Also wenn man sich eine Pflanze sucht, deren Duft man liebt und man duftet an der Pflanze, dann geht es einem gleich ein Stück besser. Das stimmt. Das ist dann Aromatherapie sozusagen. Ja. Genau. Ja.